Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ne, verkittet. Brauchen wir nicht. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Natürlich. Selbstverständlich. Ja. Ja, heißt, leck mich am Arsch. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Das ist überhaupt keine gute Idee. Ich meine, dass ich hier mit dem Ding rumrenne. Oh, da liegt eine Ziege. Eine Ziege, silberner Granatring, 2 Stück Ziegenbein und Ziegenfell. Wo hatten die das her? Hat das gefressen? Ein Bärchen. Ein Gummibärchen. Haribo. Ich glaube, jetzt geht's los, ja? Du tickst wohl immer ganz richtig. Bärenklaue und Bärenfell. Natürlich. Hier liegen noch 2 Hoden. Die räumen wir mal ganz schnell aus. Das gehört mir. Wir haben nicht immer viel Platz, ne? Auch dafür reicht's noch. Wein hat er auch dabei. Naja. Ich bin der König des Waldes. Naja, lass mal lieber. Was haben wir da? Kieferspitzenhöhle. Ach, gehen wir mal rein. Entschuldigung, wir schleichen hier. Ach, es ist schon tot. Wir müssen es nicht noch weiter beschießen. Okay. Dieses Buch. Schmiede schwere Rüstungen. Schmiedekunst verbessert. Kleine Heilung. Nee, Heilung. Was haben wir denn da? Nicht Ruhe. Dietriche Fackel Gold. Meridia Stein. Ich hab's gewusst. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Ja, ja. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Sorry. Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreath zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Ja, ja. Ist schon recht, Alte. Wenn bei dir Stromausfall herrscht, dann würde ich dir einen Elektriker vorschlagen, einen guten. Hm? Nur mal so nebenbei. Guck mal, da liegt ein Bär. So von hinten im Stehen, ist bequem. Was, hast du noch irgendwas? Nein, nein. Oh! Gerundumerz. Da. Ein Wägelchen. Was ist denn das? Ein Teppich. Ah, okay. Soll ich ein bisschen? Nee, soll ich nicht.
um sicher zu gehen. Waren hier wieder Viecher? Hoppala, guck. Stau, eine Spinne. Du spinnst wohl, hä? Hä? Ihr Vogel an die Stirn klopfen. Kann doch nicht wahr sein hier, Mistvieh. Ich komme da nicht auf. Ja, ja. Eine Ziege. Wir gehen weiter. Hoppala. Was hat jetzt die Ziege? Ja, es war die Ziege. Guck, schau, da steht jemand. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Was? Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Es bedeutet, dass ich gerufen werde. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Aha. Besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Alles klar. Mhm. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Es ist ein weiter Weg bis runter. Ja, das hat der Wirt gesagt. Er hat recht. Hä? Ein Eisgeist, auch noch. Ihr Vogel. Du. Mistvieh. Jetzt geht's aber los. Versucht mir hier das Viech ans. Was er dabei gehabt hat, weiß ich nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Das hat mich gebissen, das Vieh. Scheiß Wolf. Ich mag ja Wölfe. Wenn sie nicht beißen. Ziege. Blöde Ziege, du Blöde. Noch eine Ziege. Da ist ein raues Lüftchen hier oben. Jetzt haben wir noch eine vor uns. Eine junge Dame.
Da ist er ja schon. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Aha. Wer seid ihr? Was macht ihr? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Was macht ihr? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Mach Sachen. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Echt? Ist ja hochinteressant. Ja. Erzähl mir mehr davon. Moment mal. Hier? Da? Da. Das ist so hochinteressant. Wie eine Schippe Sand. Halt, nee. Falsche Taste. Die Taste. Ich hasse sowas. Also gut, es geht nicht. Oh oh. Da oben hockt er. Steht er. Der regeneriert sich wieder. Nein, doch. Leider. Wo ist der eigentlich? Ich will dann auf. Ah, also. Blöde Frage, wo ist er denn jetzt? Hallo. Eistroll. Ach, guck mal. Na, hallo, mein Freund. Wie geht's denn so? Hast du auch schön gefressen und A gemacht? Scheiß Viech, bleib da, damit ich dich killen kann. Du Häufchen Elend. Scheiße, ich komm hier nicht mehr runter. Blöd. Dumm hier laufen, würde ich mal sagen. Eistroll, wo bist denn du? Das war zu knapp. Daneben. Entschuldigung. Na, mein Freund, Trollfett. Nein, ist das übel. Hat ja nicht was hier liegen gelassen, ne? Naja. Keine Knochen, keine Häufchen, gar nichts. Das scheint mir ein sehr freundlicher Troll zu sein. Er will nur spielen. Oder er schmeißt die Knochen hier zum Berg runter. Kackt in die Schlucht. Naja. Lass mal lieber, bevor es noch ausartet. Apropos, wir könnten wieder mal speichern. Wir sind weit gekommen, doch was sollen wir hier?